Es gab eine spezielle Situation der Kunst in der DDR. Sie übernahmen sehr viel Stellvertreterrollen. Und das war sehr zugespitzt, überdreht, möchte ich eigentlich sagen. All das, was in der Gesellschaft diskutiert, kontrovers diskutiert wurde und eben nicht vorkam, öffentlich in den Massenmedien oder so, wurde mehr oder minder verschlüsselt in die Kunst transponiert. Und entsprechend wurden die Dinge wahrgenommen. Also Christa Wolf schrieb ein neues Buch, alle hatten das irgendwie versucht, das erstmal zu kriegen, hatten es auf dem Nachttisch liegen und es wurde besprochen. Oder Heiner Müller inszenierte am Deutschen Theater und man kriegte auf Jahre hinaus keine Karten sozusagen. Und entsprechend war es in der bildenden Kunst auch. Themen wie Umweltschutz oder Minderheiten wurden eigentlich nur in der Kunst verhandelt. Und dadurch hatte man natürlich eine immense Bedeutung. Man spielte eine ganz wichtige Rolle. So, und die war plötzlich weg. Ne? Die Leute fingen dann halt an, sich von der Kunst ab und dem Spiegel oder dem Fernsehen zuzuwenden, um sich zu informieren letztendlich. Und Kunst wurde nur noch als das wahrgenommen, was sie zunächst mal ist. Bildende Kunst, eben Malerei an der Wand hängt. Und nicht mehr abgeklopft auf irgendwelche Botschaften hin. Und das war so eine psychologische Umorientierung, die erstmal subjektiv als Sturz in die Bedeutungslosigkeit wahrgenommen wurde. Ja, also das habe ich auch so erlebt.